Hi aus Norwegen und herzlich willkommen zu diesem kurzen Short-News-Video. Wie ihr bereits wisst, hat Tesla in den letzten Wochen in einem Pilotprojekt einige Supercharger in Frankreich sowie in Norwegen zur Nutzung für Fremdmarken freigegeben. In den Niederlanden war dies ja schon länger der Fall. Heute jedoch hat Tesla nun in den Niederlanden alle vorhandenen Supercharger für das Laden mit anderen Elektroautos freigegeben.